Moin Moin und hallo. Heute wollen wir mal unser iPhone 14 Pro zurücksetzen. Und zwar correctly. Und zwar so, dass der nächste Besitzer dieses iPhones auch seine eigene Apple-ID benutzen kann. Denn unser iPhone hier ist aus Sicherheitsgründen mit unserer Apple-ID über die Funktion Wo ist auf dieses Gerät verheiratet. Das heißt, wir müssen ein paar Schritte einhalten, bis wir dieses Gerät ganz normal zurücksetzen können, um es dann weitergeben zu können. Denn zwei Schritte sind nötig. Erstens, wir müssen aus dem Wo-Ist-System aussteigen. Wir müssen es dann dort befreien. Und zweitens müssen wir es dann zurücksetzen, alle Daten löschen und ja, auf Werkseinstellungen bringen. Wie machen wir das? Einstellungen. Dann sind wir im Hauptmenü der Einstellungen und oben könnt ihr sehen Apple ID, Cloud Plus, Medien und Käufe und meine Visage. Da klicken wir drauf. Danach befinden wir uns im Apple ID-Menü. Wenn wir hier unten iCloud lesen, Medien und Käufe und darunter finden wir Wo ist? Ja, wo ist es denn jetzt? Hier meine Hand. Klar. Also gehen wir drauf. Das ist der erste Schritt, den wir machen, um uns jetzt von dem iTunes-Lock oder iCloud-Lock zu lösen, dass das nicht dem neuen Besitzer passiert. Weil das wäre schon doof, ne? Mein iPhone suchen werden wir jetzt deaktivieren. Um aus Wo ist auszusteigen, benötigt das System aber nochmal eine Verifizierung von uns in Form von unserer Apple-ID-Passwort. Wenn wir das eingegeben haben, können wir auf Deaktivieren gehen. Und nun gehen wir raus. Mein iPhone suchen wird jetzt ausgeschwabbelt, ist also nicht mehr mit dem System verbunden. Aber auf dem Smartphone sind immer noch unsere Daten und unsere Apple-ID ist natürlich auch noch gespeichert. Okay, also zurück, 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 bis wir wieder auf den Einstellungen kommen. Dort gehen wir nach unten auf Allgemein und bei Allgemein swipen wir ganz nach unten und sehen iPhone übertragen und zurücksetzen und ausschalten. Ja. Ausschalten und weitergeben wäre blöd, weil dann kann der neue Besitzer unsere Daten einsehen. Nee, das machen wir nicht. Wir gehen auf iPhone übertragen und zurücksetzen. Dann haben wir die Möglichkeit, unser iPhone-Stuff zu übertragen, wie ihr seht. Die Übertragung kann natürlich dann bei einem anderen iPhone in der Nähe sozusagen unsere Daten, die hier drauf, dahin transferieren. Das Gleiche könnt ihr aber auch über ein iCloud-Backup machen. Jetzt gibt es zwei Reiter hier unten. Zurücksetzen und alle Inhalte und Einstellungen löschen. Zurücksetzen gehen wir zuerst mal durch. Alle Einstellungen zurücksetzen, das sind nur die Einstellungen. Eure Daten bleiben erhalten. Netzwerkeinstellungen, okay, die können wir zurücksetzen, aber unsere Daten bleiben erhalten. Tastaturwörterbuch, das gleiche. Homebildschirm und Standort und Datenschutz. Das sind alles Troubleshooting-Sachen. Wenn euer Smartphone mal nicht so richtig funktioniert, könnt ihr diese als allererstes ausprobieren. Also raus da. Alle Inhalte und Einstellungen löschen. Das ist unser Ding. Drauf damit. Was wir jetzt sehen, ist, dass dieses iPhone nun gelöscht werden soll. Durch das Löschen, was wir jetzt tun, wird unsere Apple-ID abgemeldet und unsere persönlichen Daten werden entfernt, sodass dieses iPhone sicher eingetauscht oder weitergegeben werden kann. Das heißt, Apps und Daten werden deleted und unsere Apple-ID. Natürlich können wir unsere Apple-ID und die Daten dann aus der Cloud wieder zurückholen für das andere iPhone oder für ein anderes Apple-Device, welches wir dort synchronisieren wollen. Also fortfahren. Jetzt möchte euer iPhone gern nochmal euren Code sehen. Der Code ist jetzt nicht euer Apple-ID-Code, sondern der Code, den ihr auch bei Face-ID zum Beispiel benutzt. Nun wird das iPhone automatisch die Daten nochmal auf die iCloud schaufeln. Das werden wir jetzt überspringen. Das ist auch sehr sinnvoll, damit euch kein Datenverlust nach dem Herstellen aus der iCloud ereilt. Fragt es uns nochmal, möchten wir wirklich alle Medieninhalte und Einstellungen löschen? Das kann nicht widerrufen werden. Ja, sehr weg, so weg damit. Gut, damit haben wir jetzt unseren Daten Lebewohl gesagt. Sun, sun, Daten, Madidiot. Das waret jetzt für die Daten, zumindest auf diesem Smartphone. Alle Daten werden jetzt von dem Smartphone, sprich dem iPhone 14 Pro, gelöscht werden. Die werden einfach weggeratzt. Ich hoffe, ich habe ein vernünftiges Backup vorher gemacht. Ansonsten sehe ich ganz schön alt aus.
Wenn ich das aber gemacht habe, kann ich, nachdem ich dann mein neues zum Beispiel iPhone oder ein älteres oder ein gleiches oder was weiß ich, ein Tausch-iPhone bekommen habe, kann ich meine Apple ID dort benutzen und ich kann es aus der iCloud wiederherstellen. Also halb so wild. Der neue Besitzer dieses iPhones oder die Reparaturwerkstatt kann aber jetzt mit ihrer eigenen Apple ID dieses Smartphone, welches auf Werkseinstellungen zurückgesetzt sein wird in ein paar Sekunden, dann wieder normal in den Setup gehen, eine Einrichtung stattfinden lassen und es dann benutzen. Ihr seht also, Apple hat gute Sicherheitsfeature eingebaut, um ein zum Beispiel geklautes iPhone vor anderen Menschen zu schützen. Auch das ist ein gutes Feature, nicht wahr? Wir haben es jetzt also geschafft, dieses iPhone zurückzusetzen und dann bewegt sich das iPhone wieder ganz normal zu dem Startbildschirm zurück. Hier seht ihr, es sagt uns wieder Hallo. Und jetzt kann der neue Besitzer, oder auch wenn ihr wollt, könnt ihr es selber auch wieder machen, es wieder ganz normal neu konfigurieren. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!